Also es gibt noch fünf, aber diese fünf können wir noch vermerken. Also schon guten Abend und herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Schon, dass ihr alle da sind, und ich freue mich sehr, dass Sie als Moderator hier auch heutige Programm begleiten darf. Diese Veranstaltung ist organisiert von sozusagen drei Kooperationspartner oder drei Vereine. Das ist der Amarodrom e.V. Durch das Projekt JKP oder gemeinsam. Dann unsere lokale Gliederung, der Amaroforum, durch das Projekt Community Building, und unsere Kooperationspartner auch noch bei Community Building, auch der Lokal der Roma Info Zentrum, durch das Community Building Projekt. Wir haben ein ganz spannendes Abend vor uns. Wir reden über Roma-Sprache durch Lieder und durch die Gedichte. Und der zweite Teil des Veranstaltung ist eine Podiumsdiskussion, wo werden wir über versuchte verschiedene Wissenschaftlerinnen, die sogenannten Genealogen, also wir schauen später, was bedeutet dieses Wort, dass durch empirische Untersuchungen die antiziganistische Stereotypen vermeintlich bestätigen. Dann werden wir auch über Intelligenz und Sprache sprechen, also wo ist diese Konnektion zwischen diesen beiden Sachen, Konnektion und Sprache, also Intelligenz und Sprache, und der Missbrauch von Pseudowissenschaftlern, welche wollen beweisen, dass über die Romsprache sagen, dass die Romsprache nicht wichtig ist. Was ist eigentlich der 5. November? Wir veranstalten heute eigentlich den 5. November, das ist morgen, aus logistischen Gründen, deswegen, weil der Professor ist morgen nicht da, deswegen müssen wir das heute machen. Auf jeden Fall, das ist ein besonderer Tag der, in Roma-Geschichte. 1782 hat Johann Rudiger herausgefunden, dass die Roma-Sprache eigentlich verbunden ist und eigentlich kommen aus Hindi-Sprachen, und so ist dann verbunden mit indoeuropäischen Sprachen. Am 5. November, damals, 1782, er hat das auch veröffentlicht und publiziert. Und bis 2009, das war bekannt, aber niemand hat diesen Tag nicht veranstaltet und gefeiert. Und dann 2009 ist in Kroatien, in der Zagreb, eigentlich ein internationales Seminar zum romani Sprache organisiert. Und dann waren damals anwesend die eminente Linguistin von ganzem Welt. Und die haben sich dann damals geeinigt, dass diese Tage sollen wir dann als internationale, Tag für Romsprache bezeichnen. Ich persönlich finde das Thema hochspannend. Meine erste Sprache, meine Muttersprache, ist die Romani-Sprache, aber neben dieser Romani-Sprache spreche ich noch viele andere, 5 oder 6 andere Sprachen. Und dann meine Bekannte und Kollegen und Freunde fragen mich manchmal, auf welche Sprache denke ich. Und dann ich sage, genauso wie jetzt zum Beispiel, wenn ich mit euch hier auf deutsche Sprache spreche, dann natürlich denke ich auf die deutsche Sprache, aber genauso, wenn ich finde mich in einem anderen Konzept, zum Beispiel einer Romano-Konzept oder einer Romano-Gesellschaft, dann denke ich auch auf Romanes. Und genauso, ich kann nicht gleich denken, effektiv und produktiv, auf eine andere Sprache, die ich kenne ich nicht so gut. Zum Beispiel, ich habe auch serbische Sprache studiert, und das ist die Sprache, die ich kenne auf die höchste akademische Ebene. Aber trotzdem, wenn ich morgen einen IQ-Test zum Beispiel machen soll, auf serbische Sprache, ich kann das nicht vergleichen mit einem IQ-Test, das mache ich auf Romani-Sprache, deswegen, aber trotzdem, die Romani-Sprache ist meine Muttersprache, und dort verstehe ich ein bisschen andere Sachen. Es gibt verschiedene Publikationen, die sagen, dass die Romsprache nicht eine reale Sprache ist. Und wir sind natürlich damit nicht einverstanden. Es gibt dann Publikationen, welche sagen, dass die Romani-Sprache eigentlich, oder die Roma, welche sprechen die Romani-Sprache, dass diese Romani-Sprache dann hat eine
Wirkung auf deren Intelligenz, dass die verniedlich, wie sagen wir das so deutsch? Verniedlich, also die erniedrigt, danke, erniedrigt die Intelligenz. Auf jeden Fall, aber wir reden heute über die Mani-Sprache, welche ist also datiert seit über 1000 Jahren, kommt aus Indien und in diesen 1000 Jahren die ist nicht verloren gegangen. Ich freue mich auf ganz spannendes Programm, also heute Abend und hier auf diesem imaginären Podium werden Top-Referenten ihren Blick aufs Thema richten. Auf Podiumsdiskussion werden was weiter diskutieren. Es gibt schon Gedichte, auch Romanes, welche wir uns Herr Pavlovic vorlesen. Und dann ich möchte jetzt übergeben an Herrn Pavlovic, dass er mit Gedichte auf Romanes diese Veranstaltung offiziell auch offen. Ja, bitte schön. Ich habe heute ausgewählt mit Absicht einen Schriftsteller oder einen Sammler, der hat schon 1937 das erste Buch veröffentlicht. Der hat gemeinsam mit dem Roma geheim szenografiert. Ja? Und er heißt Rade Umlik. Der ist geboren 1899 in Sarajevo. Hat Germanistik studiert in Beč, hat seine jüngste Zeit dort verbracht, als er nach damalige Bosnien oder Österreich-Ungarisches Monarchie hat zurückgekehrt. Also Sarajevo hat unterrichtet im Gymnasium deutsche Sprache. Er ist Romolog, er ist Linguist, aber er ist kein Rom. Er ist Mutter Serben, Vater Slowaken, aber er ist sich sehr engagiert, Roma-Sprache zu dokumentieren. Ja. Genau. Und ich werde ein Lied erstmal lesen, der von seinem Buch, der hat 1937 geschrieben und war für sich und hat fast die ganze Welt kostenlos aus eigener Tasche das finanziert. Ciriclorie, Gilavello, Pucreango, Messembango, Coro Choro Nango, Puder Balbal, Bershindel, Okotar, Dainalma, Palomodar, Molotar, Sote Cera, Achevan Bilengo, Vicerengo, Tabiamalengo, E Barbal, Nacer, Edromea, Eshilesta, Astaderme, Zeo. Machen wir jetzt weiter, also mit unserem Herr Professor Kutschuko. Er ist Psycholinguist, unter anderem. Also unter anderem Titel dann, also ich lasse das, dass er sich dann vorstellt. Ja, bitte schon und herzlich willkommen. Ja, schön. Guten Abend. Und noch einmal willkommen zu unserer Veranstaltung. Ich werde meinen Vortrag mit einer Geschichte anfangen. Und das ist eine Geschichte über einen jungen Mann aus Österreich, Ungarischen Reich, Stefan Wari. Und er hat im 1500 Indologie in Leiden Universität studiert. Am Sommer, sehr oft, war er in seine Heimat und einmal hat er eine Gruppe von Menschen getroffen, die eine Sprache benutzte, die sehr gleich mit hindischen Sprachen war. Und er hat 1000 Wörter von diesen Menschen geschrieben, welche er, die er wusste von Hindi-Sprache. Als Student in Indologie in Leiden Universität, natürlich, er hat Sanskrit studiert und Hindi studiert. Und das war im Jahr 1542, glaube ich. Ja, genau.
So, das war der erste. Er hat diese 1000 Wörter in einer Zeitschrift publiziert, aber niemand hat das ernst genommen. Die Menschen haben gesagt, ach, das ist verrückt, das kann nicht sein, dass diese dunklen Menschen in Österreich, Ungarische Reich, sprechen die gleiche Sprache mit Hindi oder Sanskrit. Und später, Johann Rüdiger hat eine Studie publiziert, wo er hat diese Verbindung zwischen Sanskrit und Prakrit und Hindi und Romani Sprache gefunden. Und das war die erste große wissenschaftliche Publikation. Natürlich in ersten Publikationen immer gibt es Fehler, aber trotzdem, das war etwas hochwissenschaftlich und das war das erste Studio, die zeigt die Verbindung mit Hindi und Indien. Und wenn wir eigentlich heute, wir werden nicht so seriös sein in unserem Gespräch über die romanische Sprache. Ich werde alle meine Beispiele mit Lieder und Musik illustrieren. Und jetzt, wir werden eine Sprache, ein Lied auf Hindi hören. Und was ist los? Es kommt schon. Also, ja, das ist. Thank you.
Mal in Indien und mein erster Besuch, ich war nach 3 Tagen so schockiert, dass ich verstehe so viele Wörter, auch Hindi. Ich war in Delhi, ich habe teilgenommen in einer internationalen Konferenz und hier in diesem Lied, wenn man Romanisch spricht, kann verschiedene Wörter hören auf Romanisch Sprache. Zum Beispiel Mary, meine, das ist genauso in Hindi und in Romani. Soe, Soves, schlafen. Und das ist auch von Hindi. Und Jarna, das ist auch erwarten, warten. Jaren auf Romanisch Sprache. Solche Beispiele, man kann viele in Romanisch Sprache finden. Und das zeigt, dass die Romani kommt aus Indien. Romani ist die einzige Sprache, welche hat indische Gründe, aber ist nicht in Indien gesprochen. Es gibt keine Romani Sprache in Indien. Und warum ist das so? Weil Romani hat sich formiert in dem Weg von Indien nach Europa, wenn die Roma sind vor 1000 Jahren geflüchtet aus Indien nach Europa. Und die erste große Land, wo die Roma geblieben haben für etwas als 150 Jahre, das war Griechenland. Aber natürlich, sie haben nach Griechenland, eigentlich das war nicht Griechenland, das war Byzantische Reich in dieser Zeit, vor etwas als 1000 Jahren. Sie sind im 11. Jahrhundert nach Griechenland, nach Byzantischen Reich gekommen. Aber sie sind durch verschiedene arabische Länder und Armenien nach Griechenland gekommen. Und heute in romanischer Sprache zusammen mit Hindi-Wörtern gibt es auch armenische Wörter zum Beispiel oder persische Wörter. Und sehr wenig, aber gibt es auch kurdische Wörter. So, Griechenland und Byzantische Reich. Romanische Sprache, Roma haben etwas als 150 Jahre da geblieben und sie haben viele von die griechische Sprache genommen, etwas als 200 Wörter. Und wenn man heute spricht, Griechisch und Romanes, er kann verschiedene Wörter in beiden Sprachen finden, zum Beispiel Foro, Foros, Amaro, Foro, Foros, auf Griechisch eigentlich bedeutet unsere Stadt, ja, Stadt. Oder Papu, Papus auf Griechisch, oder Kokalos, Petalos und viele, viele, viele andere. Hulugi, 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 das ist in verschiedenen Dialekten. Und jetzt, wir hören ein Lied aus in romanischer Sprache, aber griechisches Lied. Und das ist, man kann sehen, oh, Manuel Mameti. Aha. Ein griechisches Lied übersetzt auf Romani und ich finde das mehr schön, schöner als in Griechisch, weil es gibt auch diese Roma-Ornamenten. Oh,
Auch türkische Wörter, weil später alle balkanischen Länder sind ein Teil vom Osmanischen Reich geworden. Osmanen haben alle diese Länder okkupiert und natürlich in dieser Zeit eigentlich im Byzantischen Reich die Roma haben die christliche Religion genommen. Das war das erste Mal, wo die Roma mit christlicher Religion getroffen haben. Aber im Osmanischen Reich, sie musste ein Teil, nicht alle, sie musste die Religion und die Namen verändern. Weil das war eine Regel, es gab eine Regel im Osmanischen Reich, dass die Muslimen im Osmanischen Reich weniger Steuern zahlen. Und deswegen ein Teil von den Roma, sehr pragmatisch, sie sind Muslime geworden. Und Business, alles ist Business, natürlich. Und dann
in romanischer Sprache auch verschiedene türkische Wörter, wie sagt man das, gekommen. Die Roma haben viele türkische Wörter genommen. Und hier in diesem Dialekt aus Mazedonien, wir haben ein paar türkische Wörter auch gehört. Aber jetzt diese Bulgarien. Muslimische Roma aus Sofia, eine Gruppe so genannte Ernia. Zeit
in 1870 Alexander Paspatis, eine griechische, wie sagt man das, Arzt, Doktor, er hat eine Grammatik von die romanische Sprache von Konstantinopolis geschrieben. Das war heute ist Istanbul. Und die Roma in, ein Teil von die Roma in Konstantinopolis und die muslimische Roma aus Bulgarien, sie haben die gleiche Sprache gesprochen. Und das ist ein Buch, Kopie eigentlich, von einem Buch über die muslimische Roma, die Sprache von der muslimischen Roma. Aber nach dem Osmanischen Reich, ein Teil von den Roma in dieser Zeit, die Roma sind natürlich Nomaden, sie haben viel in balkanische Länder gewandert. Und sie haben von griechischer Sprache und türkischer Sprache Wörter genommen, aber näher von dem Osmanischen Reich war eine andere Territorie und das war Vlachia. Heute das ist Rumänien und Moldova. Und es gibt viele Publikationen über die Sprache von zum Beispiel Henrik von Wislowski hat eine Grammatik geschrieben in 1884, die Sprache der transsilvanischen Zigeuner. Und das war publiziert hier in Deutschland, in Leipzig. Und er hat die Sprache von sogenannte Wach-Roma beschrieben. Und natürlich verschiedene andere Autoren, zum Beispiel Müller, Friedrich Müller und der rumänische Autor Barbu Constantinescu haben auch in dieser Zeit, in 1869 und 1878, auch Bücher publiziert über die transsilvanische, rumänische, moldawische Roma. Und jetzt können wir ein Lied von dieser Zeit, von diesem Teil hören. Und man kann sehen, die andere Stil vom Lied. Und da ist er wieder. Thank you.
dieses Lied ist aus Serbien, der Sänger ist aus Serbien, aber das Lied ist aus diesem Teil von Moldawien und Rumänien mit diesem Stil und ein bisschen auch aus Ungarn. Es war etwas sehr wichtig in Vlachia von unserer Geschichte. Wir wissen, dass ein Teil von den Roma haben die Sprache verloren. Heute die Menschen sind genannt als Beyashi, Boyashi oder als Ursari, Kopanari und verschiedene Namen wegen die Berufe, die in der Vergangenheit praktiziert haben. In Moldawien es war sehr starke Strafen gegen die wenn man die romanische Sprache benutzt. Die größte Strafe war, die Zunge zu abschneiden. Und deswegen ein Teil von den Roma heute sprechen nicht Romanes mehr. Und, aber trotzdem, sie haben diese Identität als Roma. Und sie wohnen natürlich in Rumänien, es gibt in Moldova, in Ungarn, aber natürlich auch in anderen balkanischen Ländern, weil ein Teil von diesen Roma waren Sklaven in Vlachien zwischen 1400 und 1862. Wir kommen zu einem anderen Teil von Europa und das ist Austro-Österreich, Ungarische. Österreich-Ungarische Reich. Besser schlafen und gelassener und glücklicher durchs Leben gehen. Tut mir leid, das ist nicht von dem Vortrag, aber okay. Ja. Neugeborene Roma-Kinder sind von den Familien getrennt. Die Königin Maria Theresia hat diese Regel, dass die Roma müssen in die Gesellschaft integriert sein. Und deswegen sie hat diese Regel entwickelt, dass die Roma-Kinder müssen mit den Nicht-Roma-Familien wohnen,
und ohne Kontakte mit den Eltern und die Familie, die echte Familie zu haben. Das war eine sehr schwierige Zeit für Roma und eine dunkle Zeit von der Roma-Geschichte. Aber gleichzeitig in die österreich-ungarische Reihe gab es Möglichkeit, die romanische Sprache zu dokumentieren. Und da gab eine, das war die einzige Schule in 1862 für Roma-Kinder, die romanische Sprache lernen können. Und es gab Bücher oder Wörterbücher, und das ist ein Wörterbuch von 1886, und das ist auf Romani und Ungarisch. Und es gibt noch ein Lehrbuch oder Grammatik von Romani Sprache in Ungarn. Alles ist geschrieben in ungarischer Sprache, aber die Beispiele sind fantastisch und man kann alle diese Beispiele noch heute lesen und alles zu verstehen. Und das ist auf romanische Sprache Romano Cibacero Siclarime, romani Sprache Textbook. Ja. Sie können auch das. Das war in 1888 publiziert in Budapest. So, die Roma haben in 1400 nach Zentraleuropa und Westeuropa gekommen, aber auch ein Teil sind nach Russland gegangen. Und da die russische Sprache hat sich sehr gut konserviert und entwickelt. Am Anfang vom 20. Jahrhundert, nach der Oktoberrevolution, die russische neue Regierung hat viel getan, dass die romanische Sprache lernen, und in Russland gab verschiedene Bücher für Kinder oder Erwachsene auf russische und romanische Sprache. Und da, erstes Mal in Russland, sind die erste Schule auf romanische Sprache etabliert, nach 1917. In 1928 ist die erste Roma-Theater in Moskau gegründet, Theater Romain. Und da die Sprache ist benutzt als Sprache für die Bühne, und alle Geschichten sind auf Romani gesprochen oder erklärt, bis heute. Und wenn Sie haben eine Möglichkeit, Moskau zu besuchen, unbedingt müssen Sie zu Theater Romain gehen. Und jetzt etwas vom Theater Romain, ein bisschen alt. Das ist sehr schön. Ja. Come on!
Und Russland hat eigentlich, Sowjetunion hat eine große Rolle gespielt, die romani Sprache zu konservieren, oder wie sagt man das, zu preservieren, weil in dieser kommunistischen Zeit, in allen kommunistischen Ländern, die romani Sprache war verboten. In Jugoslawien, das war möglich, ein Roma-Theater zu haben oder Roma-Radiosendung zu haben, aber in anderen Ländern als Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei, Polen und Ungarn, es war absolut unmöglich, über die romani Sprache Forschungen zu tun oder die Sprache in die Schule zu unterrichten oder in der Universität besondere Programme mit romani Sprache zu haben. Das war eine Zeit, in dieser kommunistischen Zeit die große Assimilation gegen die Roma getan ist. Und viele Roma mussten die Namen verändern, wenn die muslimische Namen gehabt oder sie könnten nicht gar nichts in diese Richtung zu tun. Alle Lieder, alle Musik, die Sprache könnte man nicht frei benutzen in Restaurants oder auf die Straße. Das war die Situation in Bulgarien nach 1970er Jahren bis 1990. Also das war eine Zeit, wo dieses kommunistische System hat ein sehr großes Druck über die Minderheiten allgemein und besonders über die Roma, nicht nur in Bulgarien, aber auch in andere osteuropäische Länder. Zum Beispiel ein Teil von den tschechoslowakischen Roma heute sprechen kein Romanes mehr, wegen dieser assimilatorischen Politik von der kommunistischen Regierung. Die Situation heute ist folgende. In Europa gibt es etwas zwischen 10 zu 12 Millionen Roma in ganzer Welt. Die Experten sagen, dass die sind ungefähr 14 Millionen Roma. Aber romani Sprache ist es gibt ein Rotbuch von UNESCO mit den Sprachen, die ein Gefähr haben zu sterben. Und Romani ist eine von diesen Sprachen. Von 10 bis 12 Millionen Roma heute in Europa nur 3 Millionen 500.000 bis 4 Millionen Roma, die romani Sprache sprechen und benutzen. Und das ist wir müssen das sehr ernst nehmen, dass gibt es so viel Gefahr, dass die romani Sprache vielleicht nach 50 Jahren wird nicht existieren mehr. Und deswegen wir müssen etwas tun, die Sprache zu wie sagt man das? To preserve, zu bewahren. Wie? Bewahren. Und die zukünftige Generationen, Roma und Nicht-Roma, etwas über die Sprache lernen können oder lesen können. Wir haben von 1800 oder 1700 etwas bis heute. Ja. Ich glaube, das ist etwas aus 35 Minuten. Wenn Fragen haben, werde ich gerne antworten. Dankeschön für Ihre Attention. Rompo baro drum, camel jar.
Edromea acharel, varso te pecel, telel. Te vom naști soteret, vom boca cimerel. Drabarel te ciudel lil, ai milai fai andoșil. Palovov grasel bicinel, palelende saialel. Niradil noi bucearno, andocer mangele marno. Abbiamo originato questa slide in Serbia, questo è il 100 anni Umlik, grado Umlik, e si trova in Roma Museum in Belgrado.